So, tun wir alles hier hin, was ich brauche. Der Sven schreibt schon. Guten Abend. Schönen guten Abend, Sven, geht gleich los. So, also komm, dann würde ich sagen, wir legen los. Schönen guten Abend, Donnerstag ist mal wieder und der Servicetechniker kocht, beziehungsweise er versucht es. Und heute Abend, ne, die Discord-Gang weiß schon Bescheid, kochen wir ein russisches Rezept, machen uns wahrscheinlich sehr beliebt, aber wir ziehen es trotzdem durch. Nämlich, wir kochen heute Pelmeni und zwar vom Rezeptgeber Valentin, der heute auch dabei ist. Schönen guten Abend, Valentin. Hallo. Valentin kommt aus Rottweil, also hier im Prinzip um die Ecke, ja, aus Villingendorf. Ne? Okay, muss man jetzt nicht kennen, aber ist okay. Nettes kleines Dorf, wie viele Einwohner habt ihr? 2.000, 3.000, sowas? Sowas in der Ecke. So, reicht ja auch. Ihr habt ja noch weniger, gell? Nee, 500 oder so. Wir nehmen schon mehr. Ihr habt mehr? Ja, ist klar, würde jetzt auch sagen. Also, egal. Heute gibt es Pelmeni, das ist so ein russisches Nationalgericht, oder? Kann man sagen? Ja. Genau. Das sind im Prinzip so eure Teigtaschen. 4.600. 4.600 war ja wahnsinnig. Das war 2008. So, und auf jeden Fall, das sind so Teigtaschen, so ähnlich wie Maultaschen. 4.900 letztes Jahr. Ja, jetzt ist ja gut. So, Zutaten, und das ist auch für mich wieder ganz neu, ist ein Teig, ja. Das heißt, ich werde jetzt nochmal Teig anrühren, ohne Schneebesen und sowas. Also wirklich alles hier handgemacht. Was noch dabei? Hackfleisch, Zwiebeln, Butter und, boah, das war's, oder? Ja. Mehr gibt's nicht. 90 Minuten Zubereitungszeit mit Kochen natürlich. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall schon früher raus, also keine Bange. Und was auf dem Rezept dran steht, ist fortgeschritten, also genau das Richtige für mich. Also ein bisschen was als Herausforderung. So, Flo ist wieder mein Assistent. So, Flo darf jetzt hier mal Zwiebeln schneiden. Und ich werde jetzt hier mal, guck mal, da hinten ist ein Brett und ein Messer. Und ich werde jetzt mal den Teig hier anrühren. Und zwar habe ich hier 500 Gramm Weizenmehl und brauche jetzt hier 3 Eier. So, die baller ich jetzt rein. Und da brauche ich einen Tee, Esslöffel. Zwiebelwürfel. Zwiebelwürfel, genau. Hier ist Rezept. So, und dann brauche ich nachher noch einen Teelöffel Salz. So. Und der Daniel hat ja auch, hast du das Gericht gesehen von Daniel? Cheeseburger Macaroni. Klingt ja irgendwie total spooky, aber das machen wir nächstes Mal. Soll gut sein. Können wir machen, oder? Vielleicht. Ja, wir wollen es ja als Überraschung immer liefern. Vielleicht kommt ja noch was anderes. Also, Mehl und 3 Eier und ja, 1 Teelöffel Salz. Dino, geben wir schon Salz rüber, bitte. Da auch so ein Gewürzkörbchen. Ja, danke. So, also 1 Teelöffel Salz kommt da jetzt rein. Ich bin mal gespannt, ich im Teig. Hey, beim Backen haben wir es doch auch hingekriegt. Du hast ja keinen Teig gebraucht, ja? Nee, irgendwie beim Backen haben wir was anderes gemacht. Nee, du hast keinen Teig gebraucht. Du hast nur so eine Masse gemacht. Und du hast Teig gebraucht? Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. An Weihnachten backt man natürlich wieder. So, und apropos Backen, ja, der Valentin hat ja noch einen geilen Nachtisch mitgebracht. Hast du gesehen? Nee. Käsekuchen. Ja. Hast du selber gemacht, Valentin? Ja. Du hast selber gemacht? Ja. Krass. So, weiß ich. Ja, jetzt müssen wir leider erstmal arbeiten. Also, ich brauche hier nur Wasser. Da mach ich. Mach direkt mit. Also, Prost. Ja, cheers. Ich habe endlich mal einen da, der Radeberger trinkt. Finde ich echt super. Krieg ich endlich mal den Müll los. Krieg immer den Scheiß los. Ja, aber im Valentin schmeckt, oder? Für den Valentin ist Bier, oder? Schmeckt doch Becherowka. Ja, genau. Also wenn Becherowka schmeckt, der ist wohl einiges gewohnt, oder? Hat die ganz schön dahin gerafft beim letzten Mal, gell? Hast du es immer ganz so frisch ausgesehen bei Discord? Das war mehr wie eine halbe Flasche. War mehr wie halb. Ich hole morgen auch Becherowka für die Party morgen Abend. Ich muss den Scheiß jetzt endlich mal probieren. Sind ja alle recht begeistert. Schon mal die Brunken, Flo. Ja. Aber du kennst das Zeug. Ach du, klar, was kennst du nicht? Bitte? Es muss kalt sein. Muss kalt sein. Richtig kalt.
Ja, wenn man nutzt, ist schon mehr als die Birne. Also der Teig ist... Hast du warm getrunken, oder? Hast du in dem Fall warm getrunken? Es war immer warm, der war, weißt du? Der Bulle hat den Wärme. Ohne Schneebesen geht's besser. Wie ohne Schneebesen geht's besser? Also gar kein Schneebesen, ja, weil das klubt hier schon extrem. Also, gib mir mal schön so einen... Ich fang an zu blären. Wieso denn? Weil ich wieder Zwiebel schneiden muss. Ja, das kannst du doch. Mach mal mit der Hand. Mit der Hand? Ja. Nee. Wo? Oh. Echt? Irgendwann bringe ich mir eine Schutzbrille mit zum Zwiebel schneiden. Eine Schutzbrille, die Pussy. Mit der Hand mache. Echt? Ja, ja. Hei, also. Valentin hat zum Glück Nudelholz mitgebracht, sonst hätte ich da auch leider gelust. Ich musste zum Backen mit einem bis Nudelholz mitnehmen. Ja. Du, sorry. Das sehe ich hier aus wie ein Kochstudio, oder? So, also. Genau. Fühlt sich eklig an, aber. Ja, Moment, ich war da vorhin im Klo. Nee, Quatsch. Spaß. Ja, es fühlt sich echt eklig an. Eieiei. Na, so sieht es aus. Der Teig für Pelmeni. Teig und Hände, Ausrufezeichen, schreibt er da. Teig und Hände. Sven schreibt, hätte schon welcher Rostka lieber heute schon gekauft. Ich glaube auch, ja. Ne, hat ja gestern gereicht. War gestern auch schon mit ein paar Ramas unterwegs. Hey, das ist eklig. Als ich um 11 Uhr auch reingeguckt habe, war der schon im Bett, oder? Ja, ich habe nur gearbeitet. Ich habe nur Videos geschnitten. Ja, warst du gestern einen Saufen mit deinem Chef? Natürlich, einen Saufen nicht. Ja, aber halt ein paar Bierchen, gell? Bergfest. Bergfest, das ist jetzt ein blödes Geschwätz, Bergfest. Wenn's Mittwoch ist Bergfest. Wenn es zu hart ist, dann machst du ein bisschen Mehl rein. Ein bisschen Mehl? Ja. Also mach mal, ich habe keine dritte Hand. Bitte vorher Hände waschen. Ja, ich schon noch. Ja, wir waren alle noch vorhin auf dem Klo. Wir waren auf dem Klo und haben gedacht, komm. So. Aha. Der Valentin kennt sich aus. Bisschen. Sehr dumm nicht gemacht. Ja, er lässt immer mal von seiner Mutter oder kauft tiefgekühlt, gell? Genau. Super Typ, wa? So, das also, funktioniert. Ja, weil pass mal genau auf, dann kannst du mal was lernen fürs nächste Mal. Kannst du mal selber mal zu Hause. Kannst du mal deine Frau überraschen. Dann gibt's da Würfelstreifen, das ist alles dabei. Würfel. Würfel halt. Ja, das sind doch Würfel, ne? So. Ja, gestern habe ich ja mal ausnahmsweise aufgelegt bei Twitch, ne? Mir war langweilig, meine Tochter war nicht da. Und wir haben keinen Bachelor geguckt und dann habe ich gedacht, komm. Du Armer, konntest keinen Bachelor gucken. Oh Gott. Ich habe gestern noch kurz das Finale gesehen. Auszusehen. War ich doch so traurig, dass du noch reingeguckt hast. Ja, ja, ich hab auf eine Sendung gewartet. Auf Stern TV und dann war es gerade das Ende vom Bachelor. Boah, Alter, das ist aber schon echt übel, ey. Ist normal, dass es so klebt. Da muss man noch mehr. Noch mehr. Muss ja lang. Aha. Boah. Deswegen steht da etwas Mehl. Etwas Mehl, achso. Der Schneller schreibt, würde es auf die Arbeitsfläche weiterkneten, geht einfach an. Also warte mal, okay. Da hat ja schon ein Haufen Mehl drin, siehst du es? Ich weiß gar nicht. Das Mehl ist schon vom letzten Jahr vom Weihnachtsbacken. Ich hoffe, das ist schon frisch, oder? Nein, das ist schon frisch. Ja, so wie das andere Zeug. Was? Meine Obladen, ey. Ende dieses Jahres. Ende des Jahres, also na. Kommst du ehrlich, deine Obladen hast du immer noch. Die nimmst du nächstes Jahr wieder. Die nehme ich wieder? Klar. So, was soll ein Obladen, Entschuldigung, was soll da irgendwie kaputt gehen? So, jetzt brauchen wir ein bisschen Wasser, oder? Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen arg trocken, ne? So ein Schuss Wasser nehmen. Martina schreibt noch, du sollst aber Mehl auf die Arbeitsfläche machen. Ah, okay, mache ich, ja. Gott sei Dank haben wir ein paar Frauen im Stream, sonst wird es zur Katastrophe werden hier. Oder was meinst du, Valentin? So ein Schluck Wasser rein. Nee, das ist so flüssig. So flüssig? Nee, da ist gar nichts flüssig. Nee, das ist ein Dusche ausrollen. Oh Gott. Das ist alles aber keine Wirkung. Oh gut. Guck mal, das. Also ich mache das jetzt echt auf nichts. Valentin, so. Du musst Mehl da vorhin machen. Ja, also komm, da machen wir ein bisschen Mehl drauf. Schon richtig weg. Genau, Eier weg. Einmal ein Schiff machen. Oje, oh oje. Da haben wir das angetan. Reicht das, oder? Ja, ich verteile es ein bisschen und dann los. Ja, verteile mal ein bisschen. Meine Hände sind leider. Ja, das reicht schon. Ja. Guck mal, da ist so ein Scheißdreck drauf. Fahren wir die
Die Dinge weg. Nutella schreibt Frauen an die Wacht mehr Mehl, das hat doch. Was? Mehr Mehl? Wer schreibt das? Martina. Also mehr Mehl, komm. Der Martina glaube ich alles in dem Bereich. Die Frau hat Ahnung, also mehr wie du auf jeden Fall. Wer wie ich? Ja, du sowieso, auch wie wir alle wahrscheinlich. Jetzt schmeißt du die Zwiebeln am Boden. Was? Das war ich. Du warst es, ja, ja. Ihr wisst, gell, wer hier Sauerei macht, der muss auch putzen, gell? So, fertig, oder? Zum Ausrollen. Nee, Quatsch. Kannst du nichts ausrollen? Zum Ende noch ein bisschen Wasser reinmachen, Mädels. Jetzt knete das doch mal vernünftig. Ja, knete jetzt vernünftig, hey. Brauchst mir an den Finger weh. Ja, eben. Tu mal mit dem Mehl deine Finger sauber machen, weil ich wegkriege. Schau mal. Der kann auch seine Hände ins Kochwasser halten. Mehr Mehl auf die Arbeitsfläche und kneten, kneten, kneten. Also mehr Mehl auf die Arbeitsfläche. Mach das mal, was die Frauen hier. Nutella schreibt nee. Nee? Ella schreibt mehr Mehl. Und Nutella schreibt nee. Ja. Ach, super, echt. Ich bin total verwirrt. Das sieht man. Ja, aber langsam wird es wie Teig, oder? Kneten, kneten, kneten. Schreiben sie alle. Okay. Kneten, kneten, kneten. Also sicher, wir brauchen eine Küchenmaschine. Der wird schön von der Hand geknetet. Ja, toll. Du hast den ganzen Tag nichts geschafft, du hast noch so viel Energie. Oh. Ich bin heute Morgen schon 10 Kilometer gelaufen. Kneten, Forrest, kneten, weiter kneten. Kneten und dein Leben, Knet, Forrest. Ist. Ja, mach mal von deinen Fingern weg. Sonst fällt uns. Ja. Das wird einer von uns nicht sein. Das Valentin sagt vorher zu mir, wo ich gesagt habe, ich habe 400 Gramm Hackfleisch gekauft. Was nur? Er futtert schon 500 Gramm Pelmeni alleine, weißt du? Ja. Und du auch. Ja, das wird schon ein Riesending, ey. Das soll nachher 60 Scheiben werden. 60 Pelmenis. Ja. Das ja, reicht ja wohl, oder? 30 ich, 30 er und du? Mhm, klar. Okay, wir geben ihm jeden einen ab. Das Kochen. So, wir drehen das vielleicht um. Wenn sie gut sind, ja, dann gebe ich die aus. So lange kneten, bis der Teig von den Fingern weg ist. Ja, das kann aber dauern. Ich hab da so viel Zeit, oder? Schlimmer wie das Hähnchen, was sagt, er kann es nicht. Ja, genau. Deswegen ist kein Lebewesen hier. Wobei der Teig noch automatisch, wenn du mit dem fertig bist. Oh shit. Jetzt putzt du eindeutig. So, ich hab gedacht, das sieht gut aus, aber. So, den auch noch weg, oder? Brauchen wir den fürs Essen, meinst du, oder? Genau. Sonst wird es keine 60. Sonst wird es keine 60. Eieiei. Aber ich glaube, sieht schon gut aus, oder? Ja. Gas geben. Wieso? Muss schon mal jemand ins Bett? Das ist Sven, oder? Der Generaltechniker schreibt es. Bis 21 Uhr solltest du fertig sein, dann muss ich ins Bett, schreibt es. Ja, locker. Ja, zum Kochen nehmen wir euch da nicht mit. Du sollst kneten, bis der Teig eine glatte Kugel ist. Eine glatte Kugel? Also, dann leg dich mal ins Zeug. Muss man das ab zum Auseinanderziehen oder so? Oh! Hast du gesehen schon, wie der Hito geht? Die Japaner machen. Deine arme Mutter, hey Valentin. Wie oft muss sie das machen? Jedes Mal, wenn er kommt. Wenn sie Lust und Laune hat. Ah, wenn sie Lust und Laune hat, okay. Das was geht ja gibt's kunterbunter Wurstsalat? Schreibt. Ne? Es gibt Pelmeni und habe gedacht, wir machen uns mal richtig beliebt in der Runde mit dem russischen Nationalgericht. Aber das war schon länger geplant, ne? Vor Putins Einmarsch, ne? Ja, langsam wird's, oder? Ja, das war eine Kugel. Eine Kugel? Deine Finger werden auch immer sauberer. Ja, super, so muss es sein. Wollte heute Abend gar nicht mehr duschen vor mir. Ja, eben, siehst du? Was wird das, wenn es fertig ist? Pelmeni! Das sind so russische Teigkrapfen, gell? Teigtaschen. Teigtaschen, aber irgendwas steht hier. Irgendwas Teigkrapfen gelesen, halt, gell? Das Rennstall-Politik spielt hier keine Rolle. Genau! Nein, nur kneten, lass den Frust raus. Ja! Geht grad nix! Oh. Ja, langsam. Kugel, oder? Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Platz, oder? Zum Ausrollen, oder? Nee, da brauchen wir ein bisschen. Warte mal, Salz brauchen wir müssen ein bisschen aufräumen hier, gell? Wir machen es wie der Daniel aus Dresden. Der Typ, alle sind noch am Kochen und der hat die Küche schon geputzt. Ja, der Daniel ist so ein Tausendsasser. Der kocht, putzt die Küche nebenher, wickelt das Kind. Krass, gell? Du musst doch Arbeit schreiben.
Arbeitsschreiber. Ja, und keine Ahnung, macht du Telefonsupport für deine Firma, Windows. Das ist also echt krass. So, also ihr gebt mir einfach mal ein Zeichen, wenn ihr denkt, der könnte gut sein. Vitella schreibt, schlag die Spritbeine zusammen. Ja, ja, Arschlöcher. Muss morgen wieder tanken, ey. Ich hab schon das Schock, ey. Weil ich muss morgen nach Stuttgart. Für einen Auftrag, oder? Nee, mehrere. Esslingen habe ich einer. Dann habe ich zwei in Nürtingen. Dann habe ich einen in Stuttgart. Und dann habe ich noch einen in Geislingen. Willst du dein Corona nicht kleinen Teig reinwuscht, ne? Ein Corona? Ach komm. So, und wann merke ich jetzt, wenn er fertig ist? Wenn es eine runde Kugel ist. Eine runde Kugel? Ja, ich kann nicht. Du sollst Mehl auf die Fläche machen. Mehl auf die Fläche. Alles klar? Gib bloß hier Essen haben wollen, sondern hier mithelfen. Ey, wie? Wir sind zum Helfen hier? Nee. Ja, klar, sei das. Du sowieso. Wir sind zum Bier trinken. Du bist mein Assi. Der Valentin ist Gast, aber wenn er jetzt gerade so geschickt dumm rumsteht, dann kann er was machen. So, also Leute, was meint ihr? Ja, es passt doch. Ja, meinst du? Sieht schon mal besser aus wie vorher. Wenn es nicht mehr klebt. Wenn es nicht mehr klebt. Scheiße, an die Decke. Da kleben wir noch weiter. Also, boah, ein bisschen klebt er schon noch. So ein bisschen Teig drauf machen, oder? Quatsch, Mehl. Ja. Hä? Ja. Auf die Dinge. Ja. Zum Beispiel, nein. Beim Ausrollen. So. Ja, beim Ausrollen, ja. Ja, genau, so. Hast du schon TikTok gesehen, wie der Panne macht? Nee. Ich gucke das nie an vorher. Ich lasse immer drauf ankommen. Ich lasse immer eskalieren. Ich gucke also nicht, wie ich. Wenn ich den jetzt mal besser gucken soll, wie man das macht, ey. Das kannst du ja nicht angucken, ey. Händchen, gell? Händchen war echt schlimm. Händchen-Massaker. So. Gut, oder? Was meinst du? Ja. Das heißt, jetzt nochmal ausrollen. Ja, sieht gut aus, kannst ausrollen. Also, Nudelholz bitte, Aminar. Das Nudelholz davor mit Mehl ein bisschen. Und wenn du kannst ja erstmal reinbeschneiden, dass du nicht so viel. Das wird so riesig. Stückchenweise schneiden, ausrollen. Aha. Valentin tut so, als hätte er Ahnung. Hat schon mal zugeguckt daheim. Ja, hat schon mal zugeguckt bei seiner Mutter. Wahrscheinlich sieht ein bisschen gedreht. Wenn du die jetzt ausrollst, dann weißt du, wie es groß wird. Oder dick. Oder nur die Hälfte, ne? Ja. Also komm. Eieiei. Deine Messer sind stumpf. Ach was, die kommen schnell drauf. Hab man nur gesehen beim Hähnchen-Massaker, dass die nicht stumpf sind. So, wo legen die jetzt hin? Egal, oder? Und, ist gut? Ja. Er hat recht. Wer hat recht? Luciana schreibt, er hat recht. Wer hat recht? Ich und einer von uns bei. Ich. Sonst wirst du wir bloß. Wir können auch Leute hier aus dem Stream verbannen, ne, die hier irgendwie böse sind. So. So, oder? Ja. Sieht gut aus, oder? Einmal umdrehen. Auch noch. Komplett umdrehen. Ja. Genau. Shit. Also, das müssen mal 30 Stück werden, gell? Echt? So. Das muss ja ganz dünn sein, gell? Ja. Valentin hat recht. Drehen. Wie drehen? Ja. Wieder drehen. Wenden, ja. Und wenn du siehst, dass es leicht klebt, ist ein Mehl drüber. Aha. Kommt jetzt doch von YouTube-Video. Ja, ja, die Valentin hat hier noch Herfahrt YouTube-Video. Oder eine Stunde mit seiner Mama telefoniert. Kann ich hier ein paar Tipps geben heute Abend? Mama, ich bin heute Abend zum Essen, ich muss da gut aussehen. Genau, ich muss da ein paar Tipps geben. So, ne? Ja. Ah, ich mach mal. Keine Experimente. 2 mm dünn. 2 mm dünn? Morgen Muskelkater, schreibt Ella. Boah. Ella, sei froh, dann geht der Wäsche schon nicht auf den Sack. Das müssen wir aushelfen. Da kann ich ja die Fader nicht mehr bewegen morgen. Beim Auflegen. So, das heißt, ich mache. Achso, hey, Digga, komm, mach mal hier die. Was denn? Du hast nicht gesagt, was Schiebel rein, hier würzen mit Salz und Pfeffer, weil jetzt geht's gleich los. Gleich. Ja, ja klar, ich bin dann gleich fertig hier. Kann ich drei Bier trinken, kann mit Valentin morgen Abend ins Top Ten gehen und kann dann kommen mit deinem Teig fertig. Guck dir mal das Teil an, geil, oder? Ja. Na, wie bei deiner Mama, oder? Ja. Also, aber nicht, dass Mama zu mir sagt, Schätz, gell? So. Dreh den Teig um 180 Grad. So. Nein, so drehen, damit du den noch in die Länge rutschst. Genau. Okay, ja, nicht schlecht. Also so ein paar Kochskills fehlen mir halt schon noch, wie ich merke.
Aber so. Aber das könnten schon 30 Dinger werden, gell? Okay, steht sogar drin. 1 bis 2 mm ausrollen. 1 bis 2 mm. Aufstrichform circa 8 cm. 8 cm, ja, ich habe halt so ein Glas. Hab leider nichts anderes gefunden. Ja, das reicht ja. So. Hat jemand einen Meter da? Ah, ich glaube, hier stünden, aber hier noch nicht. So, Moment, ich drehe nochmal. Endlich. Ja, er kann auch auflegen. Jetzt habe ich. Nee. Bitte nicht. Nee, das klappt schon. Keine Sorge. Oder der Flo kann auflegen. Ja, ja. So. Also. Was meinst du? Ah ja, wenn es 2 mm sind, sieht das anders aus. Ja, ich trage noch nie ein Mobil, was in der Hand gehabt, oder? Nee. Eigentlich schon, das sieht man schon. Guck mal, hey. Das ist das Ding auch ganz klein, ne? Der Pro, wa? Ah ja, also. Machen wir. Aha. Ja, super. Ich kann ja mal ein Bier trinken. Auch nicht mein Handy runterschmeißen, gell? Oh shit, mein Handy ist voller Mehl. Die Zwiebeln sind arg groß. Hä? Die Zwiebeln sind groß. Ja. Ich muss dir mal so ein Ding kaufen, was wir auch haben. Da kannst du die Zwiebel reinschmeißen, ziehst dreimal an so ein Seil. Valentin macht das super. Und du gehst jetzt. Und ich habe noch nie gemacht so. Ja, ja, klar. Nein, habe ich noch nie gemacht. Du musst dir ein YouTube-Video angucken für Herford. Gibt's so? Deine Musik habe ich gehört. Also, und nebenher ein YouTube-Video angucken. Nein. Valentin, sind Sie begeistert? Hä? Sie sind begeistert. Valentin! Ist meine Frau auch dabei? Wie heißt die? Du musst sie umdrehen, du musst sie umdrehen, damit sie was sehen. Ein schöner Rücken kann zwar auch entzücken, aber die wollen ja sehen, wie du das. Ist Manuela auch dabei? Manuela, komm, meld dich! Bis jetzt hat sie sich zurückgehalten wahrscheinlich. Die sitzt wahrscheinlich daheim. Oh mein Gott, was machen die hier? Was ich macht der? Die packt gerade seine Koffer. Aber jetzt packt sie wieder aus. Wenn sie sieht, der kann doch kochen. Genau, morgen darfst du gleich mal Pelmeni machen, wenn du nach Hause kommst. Die wird dich nachher mal fragen, hey Alter, wieso machst du das bei uns zu Hause nie? Der Teller schreibt genauso. Du, wieso kaufst du? Was, genauso, was ich mache. Du ja, ganz toll, du machst es super. Hervorragend. So, also. Bevor ich nur nicht gemacht habe. Ja, ja, komm, wir rufen wir rufen mal deine Mutter nachher und fragen mal. Die sagt, ja, der Valentin macht jede Woche, wenn wir Pelmeni. Der hat festgestellt, dass er das kochen hat, der einen Kochkurs besucht. Ja, genau, russischer Kochkurs. Meine Frau hat ja Lehre angefangen mit Beikoch. Echt? Aber die wurde von der Chefin rausgekickt. Also. So, super. Hat sie sozusagen. Sieht gut aus. So, Ausstecke. Also, jetzt kannst du wieder abfahren, kannst du noch weitermachen. So, also, jetzt geht's weiter. Manu jetzt ist live bei TikTok, schreibt Sven. Was sagen? Manu ist live bei TikTok, schreibt Sven. Manu ist live bei TikTok, redet wieder über. Lieber nicht sagen. Okay. Das gibt die auch. Ja. Die hat mehr Freude, was wie ich. Die schaut sich das Grau nicht an. So, oder? Gut, oder? Genau. Geil, also, dann würde ich sagen, wir wollen hier mal ein bisschen. Großes Brett? Ja, großes Brett und vor allem mal hier ein bisschen. Bisschen Sauberkeit besprochen. Also, dann machen wir hier mal die. Wie nennt sich das? Ausstecken. Nein, wie nennt sich das? Die Taschen oder? Teigtasche. Diese kräftige Wurfdrücke. Heide, nein. Am besten noch drehen? Ich wollte gerade sagen, drehen. Genau. Komm, du hast es schon 100.000 Mal gemacht. Zählst du mir hier einen Scheiß? Nein, habe ich nicht. Deine Frau ist über uns am Läschern, schreibt Sven. Zu Recht. Die hat wahrscheinlich kurz reingeguckt. Ha, geil! Mach ab und zu mal ein Foto, gell? Gib bloß saufen. Das stimmt auch nicht. Ich war da mit dem Hackfleisch beschäftigt, Mann. Also, machen wir. Das heißt, ihr macht jetzt hier die Füllung rein. Wir? Gleich. Warum wir? Bei ihr. Oder ich mache den nächsten Teig. Und ich mache Füllung rein. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja. Du zeigst uns jetzt mal kurz, ja, du bist ja Profi, wie das geht. Eiwerk quillen, Teigränder rundherum mit Eiweiß bestreichen. Das muss ja schon das Eiwerk quillen. Immer da. Was war's? Eiweiß verquillen. Das Eiweiß. Wir müssen die Dinger ja noch geschmieren. Was ist? Also, das ist ja arg dick. Ist gut so. Willst du es einmachen? Nee, du machst es, komm.
Wie kriege ich das Eiweiß daraus? Das geht in die Hose. Das gibt was. So, ich mache, das kann ich, glaub mir. Ich bin echt, na komm mal weiter. Den kann schon echt nichts heißen, wa? Sonst mach jetzt pass auf, jetzt versagt er erstmal schön. So. Schau, komm, zeig schön in die Kamera, damit du alle sehen, dass du es nicht hinkriegst. So, warte mal, ich brauche jetzt hier mal eine Schüssel. Weil ich muss das Eiweiß, ablernen. Eiweiß wird mit Teigränder rundherum mit Eiweiß bestreichen, je nach Hackmasse auf die, je etwas Hackmasse auf die Kreise setzen. Zu einem Halbkreis umklappen und die Nahtstellen fest mit Fingern zusammendrücken. Die Ecken mit Eiweiß bestreichen und zusammendrücken. Ja, und zum Glück habe ich noch einen alten Staubpinsel gefunden. Wo ist der denn? Wo ist jetzt mein Pinsel? Den hast du da liegen, da kommt ein Schnitt los. Ah ja, gut. Meinen alten Staubpinsel, den nehmen wir jetzt rein. Du kannst den Glasrand in Mehl eintauchen, dann löst sich's einfacher. Hast du gehört? Glasrand in Mehl eintauchen. Wechselfeuer. Ja, also zum Glück haben wir ein paar Leute dabei, die es blicken, ey. Ja, hab ich noch nie gehört. Ja, jetzt kannst du auch noch was lernen, gell? Ah, guck mal. Ja. Ja, Wahnsinn, wer hat das schön? Nutella ist voll der Profi, wa? Die kocht echt. Ohne Ende. Nutella, oder? Du hast ja gerade so viel Zeit, oder? Du kochst wahrscheinlich von morgens bis abends, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, Nutella hat sich leider etwas verletzt letztes Jahr. Und ist jetzt, ja, viel zu Hause, oder? Da kann man natürlich einiges probieren. So, jetzt muss ich konzentrieren, weil jetzt muss ich hier das Eigelb rauskriegen. Ja, oder Eiweiß. Das Eiweiß brauche ich. Ne? Das Eiweiß. Also, jetzt muss ich konzentrieren, so. Haben wir noch ein Brett? Na, guck mal, so geht das. So, geh mal schön weg, Valentin. Das muss man unbedingt zeigen. Jetzt war das gleich vor der Kamera, macht es plupp und alles. Ja, so geht das, das stimmt. Jetzt hast du schon was gelernt, wa? So. Also, ihr müsst reichen, oder? Komm, willst du essen? Du, boah, der kriegt keinen Muskelkater. Ja, ich glaube, es reicht, oder? Mach du nur, bis alles draußen ist. Komm. Ich will nur sehen, dass es reinfällt. Das fällt nicht rein. So, du Valentin. Dein Staubpinsel schreibt er da ekelhaft. Naja, mein Gott, ich hatte nichts anderes. Aber ich habe vorher ein bisschen abgewaschen. Ein Schwein. Ich habe ein bisschen abgewaschen vorhin. Ist also. Wo ist der sauber. Schneebesen? Der ist auch dreckig, oder? Schneebesen ist nicht dreckig, oder? Weiter. Wolle. Messer? Messer? Wo wir den Dach geschnitten haben? Gute Frage, nächste Frage. Boah, das Zeug knickt ohne Ende. Wenn das Ei fertig verquillt ist. Frag den User, ich weiß es. Wie lange muss ich dieses Ei hier verquillen, bis es fertig ist? Das ist Schaumschlick, schätze ich mal, oder? Tut's schon. Ich schätze mit Schaumschlick. Ja, das geht schnell, oder? Ja, ich glaube schon. Oder noch mehr. Ich weiß nicht. Reicht es so oder muss das noch mehr verquillt werden? So, Valentin, jetzt mach ich mich wieder mal. Valentin macht das perfekt. Also. Ja, egal. So, warte, lass mal Vater ran jetzt hier. Also, hast du es nochmal aufgeteilt? Ja, ja. Weißt du, der Rest, wo wir... Aha. Das ist gleich so blöd, der Valentin. Hm. Haben wir noch nicht. Aber weißt du, was dich jetzt stört? Aber der Pinsel staubt. Aber warte, ich staub gar nichts, habe ich vorher gewaschen. Weißt du, was mich jetzt ein bisschen stört? Dass ich die Dinger nicht... ja, dass die kein Gelenk haben. Also, ich finde, das geht da echt besser. Ah, ob das Ei so reicht oder nicht. Leute, wann ist so ein Ei fertig, so ein weißes Dingens? Ich glaube, wenn es schaumig ist, oder? Wenn es weitermacht, dann kriegen wir hier noch mehr Schaum. Ja. Keiner mehr, haben wir überhaupt noch Internet? Ist überhaupt noch jemand im Stream oder seid ihr schon alle weg? Geht alle erstmal gebraucht. Kann ich das eben nicht angucken. So, ist schon gut, oder? Drehen wir nochmal. Es hakt. Es hakt? Ja, dann deswegen sagt mir doch keiner, wie mein Ei aussieht. Wie weit muss ich denn? Ich räume mal die Küche auf, dauert ja noch was bei euch. Bleibt zu rennen. Ja, ja, das kann ich echt mal dauern. Wann ist mein Ei fertig? Sag doch mal Flo, wenn das Ei fertig ist. Ich glaube, wenn es irgendwie. Wann ist das verquillt? Ja, ich glaube, wenn es. Mach den Eiweißtest. Was? Eiweißtest? Soll das der Kleber sein, ja, wie? Wenn du so umdrehst, dann muss er fest sein. Richtig? Ich sag's dir, ey. Du musst es umdrehen können. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Dann ist es doch Schaum. Nein. Dann muss es Schaum sein. Ich glaub,
gleich weiter. So, gut, ne? Probier noch auf mit dem. Jo. Warte, ich hab nur ein Brett. Ja, ja. Pizza. Ja. So, also mach das. Dann machen wir das mal weg, oder? Das geht nicht zu Flo, das soll noch die. Das soll noch die Füllung machen, oder? Wie funktioniert denn der Eiweißtest? Bin ich am Morgen noch dran, guck mal. Du musst halt schneller schlagen. Für was ist das Eiweiß? Na, hier um den Teig zu beschmieren. Irgendwie den Teig beschmieren, damit. Keine Ahnung, was macht das Ei? Valentin? Das sind. Weiß auch nicht, ne? Das reicht. Ruf. Oder willst du Eischnee? Okay, mein Papa sagt, das reicht. Ah, Papa ist auch dabei. Ja, Papa Flo, schönen guten Abend. Jetzt sagen sie Bescheid. Also, wenn er was nicht kann, der Flo, dann ist kochen, gell? Übrigens. Sagst du. Sag ich. Und deine Freundin auch. Die lügen alle. Also, du, wenn wir Fragen haben, dann rufen wir deine Mutter an, Valentin, ne? Willst du mal anrufen, warum wir den Eich, das Dings braucht? Ich hab das nicht da. Ja, jetzt muss man damit die Ränder bestreichen. Ich bestreiche die Ränder, der andere macht die Füllung rein. Also, komm. Warte, Teigränder herunter und mit Eiweiß bestreichen. Wie dann hat man sie? Ja, okay. Also, dann macht der Valentin, brauchst du Löffel oder was? Für die Füllung. Machst du mit Finger? Finger. Also, dann gib ihm. Auf. Ich hab Hunger. Auf. Nein, da steht wirklich Eiweiß, nicht Eigelb. Ja, irgendwie. Das ist ein Pinsel. Ich habe keinen kleinen. Das ist natürlich irgendwas anderes, das ist wurscht. So. Das ganze Ding ist bestrichen. So ein bisschen Mehl hier hin mal, oder? Ja. Wie die Profis, oder? Ja. Das soll ja nicht Ei, das Ei soll ja nicht fest werden. Das soll Ei. So. Schneid doch mal in der Mitte. Sollen wir weggehen oder doch schneiden? Ja, das wird dann riesig, weil ich meine, du hast die Fläche nicht. Okay. Und das Ei soll für 60 Kübel reichen. Für wie viel? Ja, du musst halt ein bisschen sparsam sein. Mehr gibt's nicht. Ja, mit deinem kleinen Pinsel sparsam sein. Guck mal, ich streich damit lang und das ganze Ding ist damit voll. Ja, ich weiß, brauchen wir das überhaupt? Oder können wir darauf verzichten? Ja, das wird schon drauf müssen. Irgendwie, dass es zusammenklebt. Dass es zusammenklebt? Dass es nicht aufgeht. Das wär ja dasselbe, wenn wir fragen, brauchen wir den Teig überhaupt? Wir können das einfach doch direkt so machen. Du könntest Hackfleisch direkt in die Pfanne machen, gell? Das ist ja alles hier aufwendig. Gell, das ist auch blöd, hast du gemerkt vorher? Ja, ich weiß. Gell, das ist also ein bisschen. Hast du ja gesehen, wie du weißt, zack, zack. Du weißt ja, wer billig kauft zweimal, weil. Gell? Du, ich hab keine Ahnung, wie lange es bei mir schon gekauft ist. Jetzt kann er so Sprüche klopfen, seit ihr endlich mal Kartoffelstampfer hat. Ja, ich habe jetzt einen Kartoffelstampfer, genau. Bin voll stolz drauf. Ich hoffe, dass ihr mal wieder braucht für ein Rezept. Weil sonst habe ich nur für was haben wir nicht gekauft? Wir machen einfach was, wenn wir wieder brauchen. Für wie hieß es? Lattenkaus. Du machst das gleich bloß mit Kartoffeln. Also genau, kannst du auch mit Kartoffeln machen, gell? Ja. Kartoffelpelmini. Vegan. Ach, die Füllung. Ja. Vegan, nee, also lass gut sein, wa? Da kann man schon Fleisch rein. Ist Kartoffel vegan. Ah! Das ist ja sehr widerspenstig jetzt hier. Ja, wann ist die Reichse rumgeschrieben? Bisschen Mehl. Hä? Bisschen Mehl? Ja. Oder ein bisschen mehr drücken? Unter drunter. Kann mal jemand zählen, wie viel wir? Was? 4, 8, 12, 16, 1, 2, 3, 4, 5, sind es schon 20, 24, 28. 60 sollen es werden. Ja. Nee, 28, 30 haben wir. Ja, sehr gut. Ha, kommt hin, gell? Ja. Die Mengenangabe. Ja. Ha, da können wir so viel nicht falsch gemacht haben bis jetzt. Kennt einer von euch einen guten Witz? Schreibt einer. Ein Witz? Nee, also wir drei am Kochen, das reicht schon. Ja eben, das müsste reichen, oder? Zu Belustigung. Ja. So, du darfst die Füllung da reinpacken. Ich? Oh. So, ab und zu mal Fotos. Leute, ab und zu mal Fotos machen, ja? Dass man so die Schritte sieht. Die Schritte zum Grauen. So. Kommt, ihr macht das jetzt. Das macht ihr nicht zum ersten Mal. Guck mal, wie ihr die formt. Ja, ey, Wahnsinn, echt. Du bist totaler Profi, wa? Guck dir das mal an, wie der das macht. Ja, ja, klar, der hat das voll drauf. Der macht das jedes Jahr auf dem Volksfest. Ja, klar. Am russischen Imbissstand. Tatsächlich mein erstes
Was? Ja! Das ist mein erstes. Nee, klar, erzählst du deinem Friseur. Ich habe nur zugeschaut, wie es funktioniert. Krass, oder? Kriegst du das auch so hin, Flo? Komm, ich will mal von dir einziehen. Komm, dann fängst du da an und er fängt mal da an. Aber es sind Riesenbollen, gell? Also, ich glaube, da 60 Stück, Alter. Ich glaube, da war immer satt, oder? Also, so muss er. Mein zweites ist jetzt nicht besser geworden. Ah, das sieht schön aus, ja? Kann ja. Ich mir zeigen? Nice! Dann noch zusammen machen. Hast du auch gut gewürzt, oder, Digga? Salz und Pfeffer. Ja. Hast du wirklich reingemacht? Ja. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Der Kabel war nicht auch dabei. Andreas, sei gegrüßt! Der sieht ja nicht so toll aus. Zeig mal deins. Guck mal so. Zeig mal. So. Guck mal. Jetzt warten wir ab, komm, mach du mal. Komm, ich roll mal deinen Teig aus. Mach du mal. Nein. So. Profi Edition. Loser Edition. Ist egal, die schmecken alle gleich. Ja, egal. Im Bauch ist egal. Aber ich probiere es nachher auch mal auf jeden Fall. Oder willst du mal Teig rollen? Flo. Nö. Will ich mal ausstecken? Ich mache hier die Dinger. Irgendwann werden sie perfekt. So, also. Ich glaube, die sind gut, oder? Soll ich mal. Ach, du was meinst du? Ja, das ist Rico. Ich habe das in die falsche Richtung gemacht. Ja, zeig mal, das ist bestimmt ein Trick, oder? Ich habe es in die falsche Richtung gemacht. Wie in die falsche Richtung gemacht? Ich habe das in die falsche Richtung geformt. Da, schau jetzt, hier, hä? Yay! Yeah. Hey! Nee, Mama, ich fange nicht an, die bei euch daheim auch zu formen. Ja, doch, das soll ruhig mal machen. Es passt schön auf, wie es geht, Flo. Es gibt ja bald hier ein Lehrvideo auf YouTube. Da könnt ihr alle Pelmeni kochen. Das nimmst du auf, oder? Ja, klar. Das kommt immer bei YouTube. So ein, zwei Wochen später, wenn ich Zeit habe. Hast du Hähnchenmassaker noch nicht gesehen bei YouTube? Der Kameramann schreibt, der grüßt uns. Ja, Andreas, sei gegrüßt. Ich hoffe, du hast schon gegessen, gell? Ey, guck mal, hä? Hey! Hey. Kannst du verkaufen? Du hast bestimmt russische Abstammung. Nein. Sicher? Ja, ja, komm vor. Mal dein Vater fragt. So, also, ich glaube, es ist gut, gell? Oder nutzt du die, oder? Was meinst du? Vater schreibt sehr gut, sich. Sehr gut. Also, das macht er dann am Wochenende bei euch auch. So, und ist gut, oder? Bist du dick? Immer noch? Ah ja! So. Ey, überleg mal, wir machen das nur für drei Personen. Was machen die, wenn die da wirklich, weißt du, für die ganze Familie so Dinger machen? Ja, wenn die russische Hochzeit macht. Wenn die Hochzeit macht. Ah ja, bei der russischen Hochzeit, naja, was die. Alles frisch gemacht, das Borscht und das ganze Zeug, gell? Ja. Aber du stehst doch da tagelang da und tust die Dinger vor. Nudelsuppe. Boah, die armen russischen Frauen, ey. Aber es meine ich auch gern, gell? Und Ella hofft auf Reste. Nix, alles aufgegessen. Ja, ich denke schon, dass was übrig bleibt. So ein, zwei Stück. Wir lassen Ella einen übrig. Muss extra kochen. Vor dem eins. Ja, die kann man jetzt nachher einfrieren. Oder, ja, wahrscheinlich. Wir haben ja einfach nur in Wasser gekocht. Also was mich ein bisschen wundert, im Rezept steht drin, alles muss zwei Stunden ruhen. Und der Valentin sagt zu mir, nee, Mama hat gesagt, es geht auch so. Und scheint auch richtig zu sein. So, jetzt aber, oder? Jo! Ach Gott sei Dank, du. Ich bin immer geil, ne? Ja, ja, jetzt kriegt der Flo hier langsam so. Jetzt sieht man bald gar nicht mehr, welche meine sind und welche seine sind. Der Kochflo. Schmeißen wir den nachher alle zusammen in den Topf, oder? Ja. Reicht Hackfleisch und so, reicht, oder? So, also, jetzt kriegt ihr von mir wieder meine professionellen Teiggreise, oder? Nenne ich jetzt mal so. Wahnsinn! Wie lange sind wir eigentlich schon dran? Ich habe keine Ahnung, total Zeit. Große. 38. 38, war gut, aber geht. Das ist okay, ja. 90 Minuten. Hey, wie lange müssen die nachher kochen? 10 Minuten. Ja, also. 10 Minuten, ja, wunderbar. Hat schon mal jemand von euch Pelmeni gemacht? Kennt ihr das? Ja, da kannst du bestimmt 1000 Abwandlungen machen, oder? Mit Kartoffeln, mit Gemüse. Du kannst da, glaube ich, alles reinmachen, was du willst, oder? Eben. Das ist so ähnlich wie das. Ich habe es auch gerade gedacht, da bin ich nicht angefangen. Soljanka. Soljanka kannst du auch alles reinballern, ne? Die ganzen Küchenreste und so.
Da kannst du wahrscheinlich Insulant, da kannst du wahrscheinlich die noch mit reinmachen. Genau, kannst du auch noch. Das fällt nicht auf. Kannst du es gleich, kannst du auch frittieren. Frittieren? Ja. Frittieren. Wenn du große Teigtaschen machst, dann tust du in die Fritteuse. Okay. Also, das Rezept ist immer fast ähnlich. Der Kabelmann schreibt, Jupp ist lecker. Ah, okay. Hast du schon selber gemacht oder nur selber gekauft? Andreas, schreib mal rein. Er schreibt wie Maultaschen. Ja, wie Maultaschen. Ich glaube, gleiche Teig, oder? Also, keine Ahnung. Ihr könnt alles erzählen. Aber schon Arbeit, du, gell? Ja, du da die Dinger ausstechen. Also, wenn da die. Du bist da die Form. Mach mal, du mal in die Form. Soll ich mal eine machen? Ja. Eine muss man erst mal sehen, wie es geht. Nix, ich hab's auch nicht gesehen. Ich hab auch nur einmal zugeguckt. Ich hab's in die falsche Richtung gemacht, weil ich nicht gesehen habe. Okay. Willst du weiter hier? Die Hälfte geht eh nach dem Topf aus. Ich glaube auch. Sehr gut, also komm, dann mach's weiter. Jo. Dann machen wir noch. Komm, ey, es ist voll warm hier. Jetzt wird's voll warm. Komm, wir mal einen Schluck trinken hier. Also, cheers. Valentin, du machst wieder leer, oder? Meinst du ums Eck? Ja. Komm, trink. Schön Radeberger trinken, das muss weg. Das ist überhaupt ein Haltbar, oder? Ja. Sag ihm das doch nicht erst, wenn das leer ist. Ach so. Ich hab schon geschaut. Hast schon geschaut? Der Kabelmann nee. Sagt, der kann das auch nicht. Du kannst auch nicht. Du, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Kabelmann, du hättest mal Frank sehen müssen, als er den Teig angefangen hat. Der war fast verzweifelt. Kommt alles dann demnächst bei YouTube. Da habt ihr mal ein Lehrvideo zu Pelmini. Pelmeni. So, oder? So ungefähr. Ein bisschen weniger Fleisch. Hey. Ansonsten kriegst du uns zu. Was ist da passiert? Nix, der ist hier gelandet. Du brauchst nichts sagen heute. So, ungefähr. Ja. So, also. Los, trink, schreibt der Kameramann. Ella schreibt, ihr macht das ganz gut, echt ganz gut. Ja, wir sind eigentlich, glaube ich, so ein ganz gutes Team so. Wir machen jetzt zu dritt unser eigenes Kochding auf. Ja, wir machen jetzt demnächst, machen wir Pelmini, oder? Für Hochzeiten und so. Nee, wir machen den Dünnsel. Und dann jetzt so rund drehen, oder? So. Ja, genau, ja. Ja. Ich Spitze zu Spitze zusammen. Okay. So. Übereinander. So. Ja. Und damit. Ha! Moment, ich brauche ein Foto von meinem ersten Pelmini in meinem Leben. Das muss ich festhalten. Ey, perfekt, oder? Ich bin kein Ei dran, wenn er nicht zubleibt. Guck. Ja? Ach dann, mein, echt, ist das Ei wirklich so wichtig? Krass. So, mein erster Pelmini, meine wir brauchen ein bisschen besseres Licht. Also, da brauche ich auch ein bisschen mehr. Boah, Alter. Sieht ein bisschen aus, gell? Also, das Bild hier du, das sieht ein bisschen aus wie. Ne? Mein erster Pelmini. Geil, oder? Super. Jetzt müssen wir bloß noch schmecken, dann sind wir echt stolz auf uns. Wenn das Hackfleisch gut ist, dann. Ja, wenn das Hackfleisch gut ist. Deig ist nicht schuld. Ja, genau. Hast du gut gewürzt? Ich hoffe. Ja, ich hoffe. Immer. Kann ich probieren? Nee, ich esse kein Roh. Ich auch nicht. Ja, geht. So. Also wenn wir das mal machen für Hochzeiten, dann würde ich sagen, der Valentin macht den Teig. Und wir beide formen. Und wir sind die Former. Ja, hey, guck mal, cool. Ich bin mal gespannt. Und das meinst du, das geht echt nicht auf, Leute? Die, also du merkst es schon, die mit Bo, also die bleiben direkt zu, das andere ist nicht zugeblieben. Ja, hast schon zu wenig Dings drauf geschmiert. Kann schon sein, das ist eine wenig. Also, da ist noch nichts geschmiert. Ja. Das will man schmieren, oder? Ja, aber nur die Ränder. Ist doch ganz einfach, diese Dinger zu formen. Was habt ihr denn alle? Ja, eigentlich schon. Nichts leichter als das. Eben. Und wie gesagt, wenn die russische Großfamilie kommt, du, wenn die russische Großfamilie kommt mit 300 Leuten, dann bist du ja schon mal eine Woche dran. Ja.
Inklusive Nachtschicht. Und alle Frauen treffen sich dann. Ja, Woche davor. Ja, ja, genau, ich kenne das. Ich war ja auch schon mal, kann ich jetzt hier mich outen mit einer Russin zusammen. Und da war es tatsächlich so. Aber die haben da einen heiden Spaß dabei, ja? Ja, haben wir doch auch jetzt, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wenn, jetzt, aber wenn wir es jetzt mehrere wir Tage sagen, machen müssten. Ich wollte sagen, wenn wir das jetzt noch 3 Stunden machen müssten, wären wir aber so betrunken, dann wären das keine Dinge mehr. Dann hätten die wahrscheinlich eine andere Form. Dann gäbe es dann verschiedene Körper. Ja, uns wird schon was einfallen. Eigentlich ist ja völlig egal, wie du die Form schaust, Hauptsache die sind gefüllt. Hauptsache bleiben zu. Das ist nichts drin. Da sind wir nachher mal gespannt. Ich auch. Viele. Ob alles im Topf rumfährt nachher. Ich glaube, das ist auch die Kunst, ne, dass sie zubleiben. Ja. Ich sag, die Hälfte geht auf. Echt? Ist egal, schmeckt trotzdem. Schmeckt trotzdem? Ja. Tun wir halt raus mit dem Salatsieb, oder? Das Hackfleisch. Genau. Aha, kennst du dich da aus? Schon passiert zu Hause, gell? Als du Pellmini gemacht hast. Das stimmt mal irgendwann. Jetzt habe ich ihn nicht. Meine Mutter. Ach, deine Mutter. Ja. Und dann, wenn das Teig leer gegangen ist. Du musst schon schwitzen schon, ne? Wenn das Teig leer gegangen ist, hat meine Mutter nur Hackfleisch gemacht. Ein Bällchen. Und dann ins Wasser? Ja, ja. Nee. Ja. Krass. Und wenn das Fleisch leer gegangen ist? Teig. Ach was? Ja. Und das kann ich essen? Ja, das ist nichts anderes, als wenn das Teig ist. Nur so ein Teig. Hackfleisch ohne Teig? Ja, okay, aber fliegt auseinander, oder? Nein. So, also, sollen wir schon mal eine Runde reinschmeißen? Sollen wir alle nachher zusammen reinschmeißen? Alle zusammen. Alle zusammen. Machen wir da. Also komm. Ein paar 100 Gramm für Ela vielleicht noch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, guck mal, hey, also das ist schon. Also wenig ist. Es gibt da bestimmt auch nochmal 20, 30 da. Ich weiß gar nicht, was ich essen soll. Mein Sohn, mein kommt noch auch noch vorbei. Da ist bestimmt auch noch. Ja? Wie ist nichts drin? Da ist ja nichts drin, ein bisschen Hackfleisch, ne? Ja, ein bisschen Hackfleisch. Ist das rein? Ne, klar. Die große Klappe, wie bei. Wo war's? Wo wir nur einen Teller gegessen haben? War das Soljanka? Was auch immer das war. Soljanka war das? Ja, doch, war Soljanka. Das hat aber auch gestopft, komm. Ja, klar hat es gestopft. Und das stopft mit Sicherheit auch, weil das ist ja Teig und Fleisch. Ich will nicht wissen, wie lange du Soljanka gegessen hast. Nee, gar nicht lang. Du hast schon einen halben Topf mitgenommen. Der halbe Topf? Einer von zwei habe ich mitgenommen. Einen halben von zwei habe ich mitgenommen. Mein Sohnemann hat noch was. Und dann noch mitgenommen. Am nächsten Tag haben wir auch noch was gegessen. Und da war es weg. Ja, bloß. Nichts gegessen. Ich hasse Essen wegwerfen. Reicht der Topf aus? Achso, das ist mal wieder eine gute Frage. Der muss ausreichen, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir doch den Nachhinein machen. Das ist mein Kohlstau. Ja, das lernt man dann ab nach dem Sieb, oder wie läuft das dann? Oder fischt man die raus? Mit dem Finger raus? Wo? Nein. Einfach mit dem Sieb. Sieb, so ein Salatsieb. Nein, nein. Wenn man das zweite kocht, tust du ja das Wasser weiter kochen. Du gehst dann einfach hin mit dem Finger und holst das raus. Das ist mich halt noch. Okay, aber es wird schon reichen, oder? Ja. Krass. Carol schreibt, ihr kocht für eine ganze Company, wer soll das essen? Hier stehen 3 hungrige Kerle. Also einer davon ist zumindest hungrig. Ja, aber doch. Ich hatte nur kein Mittag gehabt. Ich hab einen Salat gehabt. Ich habe nur kein Mittag gehabt. Ja, ich hab, was hab ich gehabt? ja, 2 Brötchen. Und wie viel Börek-Stangen? Keine. Heute mal keine. Ja, Andreas, als der Valentin kam, sag ich zu ihm, ja, ich habe 400 Gramm Hackfleisch gekauft. Und er sagte zu mir, was, 400 Gramm Hackfleisch esse ich ja alleine. Dann habe ich schon gedacht, ich habe viel zu wenig gekauft. Aber im Rezept stand drin für 6 Personen, also. Also wenn jetzt hier irgendwie einer hungrig bleibt, dann stimmt was nicht mit euch. Die Ella morgen. Ja, Ella geht morgen auch. Jetzt müssen wir nur gucken, welche reingeschmiert sind, welche nicht. Genau. Sind jetzt alle eingeschmiert? Achso, die nicht. Okay. Es geht voll ab irgendwann, wenn man das drauf hat. Gell? Wahnsinn. Als hätte ich mein Leben lang nichts anderes gemacht. Vielleicht bin ich auch ein verkappter Russe irgendwie. Hab das so irgendwie immer im Blut. Oder? Das muss ja schon ein bisschen liegen. Verloren in der Russe. Ja? Keine Ahnung, vielleicht bin ich mit Putin verwandt irgendwo. Vielleicht bin ich mit Wladimir verwandt. Da haben wir nur an Anfragen. Bloß nicht. Nee. Du musst bloß die richtige Hackfleischmenge. Das ist manchmal ist es ein bisschen mehr, gell? Ja, die sind unterschiedlich. Du guckst auf den Chat, oder? Ja, immer wieder. Ich sehe gar nichts.
Ha ja, du, da ist Arbeit, hä? Dann lieber tiefgekühlt, oder? Wie schmecken die eigentlich? Auch gut. Auch gut? Ja. Und davon welche Sorten du nimmst. Es gibt mit Hühnchen. Auch noch. Pute. Was? Ja. Aber bei mir ist... Ella schreibt, du sollst umschulen. Ja, mache ich vielleicht demnächst. Ich mach lieber Schwein oder Rind. Der Servicetechniker läuft ja eh nichts. Ja, läuft eh nichts. Weil mache ich demnächst Umschulung zum Koch. Pilmeni-Former. So. So. Noch hier Platz. Du kannst hier alles stapeln. Ich würde gerade sagen, wir können hier stapeln. Ja. Dass man hier die Bestreichung tut. Ja, Moment. Hast du schon Teig? Das ist jetzt der Rest? Das ist noch der Rest, ja. Wahnsinn. Das sind mehr wie 60, oder? Zählen wir nachher mal nach. Das ist ja nachzählen beim Rausfischen. Nee, dann muss ich essen. Du musst gucken, die sind. Keine Zeit. Die sind. Ups. Hallo. Machst du das? Mal bei mir. Der hat die Küche noch nie geputzt, der Schwein. Ja, weil die, das ist hier so die. Wie nennt man das? Riesel. Feuertaufe. Ja, genau. Feuertaufe. Hier muss jeder einmal die Küche putzen. Der Florian Keller schreibt, was es heute gibt. Pelmeni! Ich wollte es gerade mal in die Kamera halten, und mal, ob er es erkennt. Na, so sieht es aus. Das sind also so Teigtaschen mit Hackfleischfüllung. Und das ist ganz schön Arbeit, muss ich echt sagen. Also, langsam nervt das Wort schon wegen. Oh, ich habe schon ein bisschen im Kreuz. So. Auch von ein paar so Dinger vor. Ja, okay, wenn wir nur Auto fahren, gehen wir. Ja, genau. So, die sind noch nicht eingeschmiert. Ja, die sind die noch nicht. Die noch nicht. Krass. Pelmeni. Ja, ich war ja heute wieder bei dem armen Ehepaar, den sie wieder einen Gigabit-Anschluss verkauft haben. Schon wieder? Ah ja. Achso, das war bei denen. Ah ja, das war bei denen. Haben die auch die haben nur Theater, die haben nur... Die kündigen können? Ich habe denen heute gesagt, die sollen jetzt... Genau, die sollen jetzt über einen Anwalt, weil die... Die Sonderkündigungsrecht, wenn nicht ankommt, wenn es nicht geht, dann kannst du kündigen. Ja, aber das muss über einen Anwalt, das muss schon ein bisschen Hand und Fuß haben, weißt du? Die haben einfach keine Ahnung. Was für Anbieter? Ja, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Okay, später. Seid ihr nachher. Ja. Aber ich habe, wo ich dir gesagt habe, da bei mir lief die Woche, nee, habe ich nicht erzählt. Was? Vorgestern, 85-jähriger Mann. Ach doch, das habe ich erzählt. Ja, genau. Das hast du gestern erzählt im Discord. Also, irgendwie gehört das auch verboten. Was? Ja, das volle Programm anzudrehen. Das brauchen die doch nie. Aber ey, ein Gigabit-Anschluss symmetrisch für 80-Jährige. Symmetrisch. Symmetrisch. Nee, halt, das war nicht symmetrisch. Ein Gigabit Download und 200 Mbit Upload. Das sieht aus wie Tortellini. Ja, so ähnlich, genau. Das ist eine russische Tortellini sozusagen. Ab jetzt mal. Wahrscheinlich sind es einfach nur Tortellini. Ja, wahrscheinlich habt ihr das bei den Italienern abgeguckt. Und habt es dann als russisches. Russische Spezialität. Ja, Tortellini sind ja bloß Gemüse oder so Scheiße. So, jetzt warte mal, aber wieso liegt jetzt hier die Butter noch rum? Oh, wo haben wir die vergessen? Butterschnittloch. Ja, wie? Hier. Schnittloch. Butter in einem Topf schmelzen, Pelmeni darin schwenken, ja auch noch. Ach du Kacke. Kurze Frage in die Runde, muss man Schnittlauch schneiden? Schneiden. Das war ein DSL-Anschluss, das war ein Glasanschluss, gell? Glasfaseranschluss war das, ja. Glasfaseranschluss. Da haben die noch, ich glaube, die haben auch noch 500, 600 Euro abgedrückt für Glasfaser, für die Anbindung. Was ist das? War das dein Ernst, oder? Wahrscheinlich. Wieso? So dick. Oder so dick, ja. Dick und ein bisschen egal. Aber die Zwiebel hätte ich auch mal gleich beschneiden können. Ja, ich habe doch gesagt, ich besorge einen Zwiebelschäler, den wir daheim haben. Von Tupper. Zwiebelschäler? Ich habe Connection zu einer Tupper-Tante. Hier gibt es keine Maschinen, hier wird alles voll Hand gemacht. Du wolltest ja Teigmaschine haben. Nee. Eine Küchenmaschine gleich. Ich hole mir den Ding so ein, wie heißen die Dinger? Thermomix, wenn du so ein Ding anfängst. Thermomix. Nicht mehr zum Kochen. Habt ihr einen? Nein, ich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Wer so ein Ding braucht, kann doch auch essen gehen, ne? Weil ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, das sagt dir alles, was du machen musst, gell? Das ist Idiot, kochen für Dumme. Kochen für Dumme? Ja, also dann. Das Richtige für mich in dem Film. Ich bin null Fan von Thermomix. So, zeige ich euch gleich Ende. Sehr gut. Dann können wir bald essen, oder? Meine Motivation ist auch gleich zu Ende. Ja, aber es passt gut, gell? Ja. Wir müssen noch mehr machen, gell? Wie mehr machen? Ja, mit dem Schnittlauch und dem.
Nee, Schnittlauch kommt nur nachher drauf. Nein, mit der Butter. Portionsweise, ein bisschen schnell Portion. Bei schwache Hitze gar ziehen lassen. Achso, es muss gar nicht kochen. Also doch, zuerst muss es kochen. Also dann lassen wir es jetzt mal kurz kochen. Ja, ich meine hier, guck mal auf die 6. Wie auf die 6? Schnittlauch waschen, trocken, schütteln und in Röllchen schneiden. Ja, das machen wir nachher. Ja, und was muss ich dann machen? Und dann wird's. Butter in einem Topf schmelzen, Pelmeni darin schwenken, Schnittlauch über die Pelmeni streuen. Dazu schmeckt Schmand. Schmand habe ich auch 2 Dosen geholt. So, ich bin ja langsam hier da. Also, gell, wenn mal irgendwann. Nächste Hochzeit, ja. Kommt nächste russische Hochzeit. Ich komme zur Pelmeni-Form und dann aber nachher auch zum Saufen. Ah, das überlebst du eh nicht. Ja, hey, russische Hochzeit, da hast du schon ein paar Mal Steckel gezogen. Ohne Scheiß. Die saufen ja den ganzen Tag Wodka. Auch Mittagessen. Also bei meiner Hochzeit waren es 3 Fässer Bier weg. Echt? Das haben wir bestimmt nicht. Da hast du Deutsche eingeladen. Ja, das sind Deutsche eingeladen. 3 Fässer Bier und keine Ahnung, wie viel Wodka weggegangen ist. Aber ich weiß nicht, wie viel Liter Fass war. Also wir haben Mittag, eigentlich haben wir morgen schon angefangen mit Kurzen. Mit Wodka Kurzen. Und irgendwann, so gegen Abend, muss das Salesi natürlich rausfahren. Wir kochen jetzt, gell? Ja? Wir kochen jetzt. Ja, wir kochen jetzt. Aber ich glaube, wir machen ein bisschen mehr Wasser rein, oder? Ja. Also kommt dann. Wir formen erstmal fertig. Also komm, jetzt machen wir hier ein bisschen Wasser rein. Wasser. Lorbeerblätter? Was? Lorbeerblätter, ne? Was ist das? Hat er mittlerweile auch, ne? Hauptland. Ja. 2 Blätter reichen für. Und was bringt das? Lorbeer? Geschmack, oder? Ja. Echt? Fass, aber gibt's. So, können wir hier mal köcheln. Genau. Und dann müssen wir es gar ziehen lassen. Wir müssen wegen sparen mit Fleisch, glaube ich. Warum? Sonst machen wir leere Teigtaschen. Müssen wir alle noch. Leere Teigtaschen. Wenn's Fleisch du, für Ella. Die müssen wir noch einsperren. Nein. Okay, ich speier schon mit Fleisch. Ja, das ist echt. Ich habe jetzt echt ein bisschen viel Fleisch drin. Ja, ich habe auch. Da muss ja auch Fleisch rein. Ich will ja kein trockenes Brot. Ja, ich glaube, das wird schon recht. Ist ein bisschen aus wie so UFOs. So, wie machen wir denn? Achte. Achte. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das jetzt nachher fertig. Ja, und machen dann später ein Feedback. Weil das dauert jetzt 8 Minuten, dann müssen wir es schwenken lassen und so. Genau. Dann machen wir dann später ein Feedback, wie schmeckt. Aber ich denke mal, also wenn jetzt nichts total schief läuft mit dem Topf und alles auseinanderfliegt, dann ist es okay, oder? Ja. Sieht so ähnlich aus wie bei der Mama, oder? Wenn es Geschmack passt, ja, das kommt wenn der Flo ist. Das kommt nach Flo an. Wenn es nicht schmeckt, dann weiß ich. Flo schuld. Dann gibt es Kebab nachher auf seinen Nacken. Schon wieder ich dran. Das heißt hier schon wieder. Wann hast du das letzte Mal bezahlt? Du Schwalkopf. Nee, du warst letztes Mal wieder. Aha. Schon wieder. Stimmt. Jetzt hast du mal das Bier gezahlt. Ja, ich zahle alles hier. Was ist hier los? Wieso, wo? Außerhalb Kamera bitte. Guck mal hier. Ja, okay, klebt jetzt nicht ganz so gut. Muss schon ein bisschen rein. Ab dir schenkt man. Ja? Das kann ich wieder. Also wenn der aufgeht, kann ich nichts dafür, das war der dann gestrichen hat. Ja, jetzt schon was reingeballert. So. Das ist hübsch, ja. Aber ey, jetzt wird das Fleisch echt eng. Ja. So. Ja? Sonst machen wir. Leere Teigtaschen. Also, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier Stream-Ende. Das dauert jetzt schon ewig, ja? Ja. 10 Minuten kochen lassen. Genau, 10 Minuten kochen lassen, schwenken und dann gibt es da noch Feedback. Aber, boah, ich glaube, es sieht schon ganz gut aus, oder? Was wir so fabriziert haben, oder? Ja. So als Nicht-Russen, oder wir, gell? Also, hervorragend. Und dann essen wir so ein bisschen. Viertelstunde, 20 Minuten, schätze ich. Also, meine Lieben, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir geben nachher, also wenn der Discord kommt nachher, dann geben wir nochmal das richtige Feedback. Ansonsten gibt es ein Feedback noch irgendwo, keine Ahnung, bei Insta oder bei Insta gibt's nachher immer. TikTok, ja meistens, ja. Und wie gesagt, wir kommen nachher auf jeden Fall Discord rein und ja, kochen jetzt fertig und dann essen wir. Also.
Ja, mittlerweile ist der Stream beendet. Wir sind hier noch im Formen. Mittlerweile ist Hackfleisch leider ausgegangen. Das heißt, jetzt gibt es hier reine Teigtaschen für Veganer und Vegetarier. Und die anderen sind jetzt hier im Topf zum Garen. Und ja, gleich geht's weiter. Ja, im Valentin geht schon einer ab, weil es riecht schon langsam richtig gut, oder? Du noch mal schön rumrühren, komm, zeig mal, was du kannst. Und aufgegangen ist schon nichts, ne? Sieht gut aus, oder? Ja, ja. Also, sehr gut, geht gleich los. Ja, 10 Minuten später, die Teile sind jetzt gequollen, oder? Wie nennt man das? So ungefähr. Und jetzt kommt der super Skill vom Flo, jetzt muss er nämlich das Wasser ableeren. Jawohl! Ja, fast perfekt. Aber was fehlt, Flo? Ein bisschen Gewürz am Fleisch. Aha, wer hat das Fleisch gewürzt? Ich nicht. Na ja, klar, du. Ja. Aber ansonsten. Das schmeckt geil. Schmeckt geil, gell? Mhm. Valentin schmeckt so ähnlich wie bei Mutter, oder? Ähnlich. Ähnlich, gell? Ähnlich. Bei Mutter schmeckt schon ein bisschen besser, gell? Aber Mama ist Mama. Genau, Mama ist Mama, aber das ist das erste Mal. Bei Mutter schmeckt es immer besser. Eben, genau. Aber sonst, alles gut.